Bisher bei Resident Evil Revelations. Dann legen Sie jetzt die Karten auf den Tisch, O'Brien. Und lassen Sie nichts aus. Es läuft einfach alles ganz nach Plan. Dann viel Spaß noch bei der Party auf der Queen Dido, Norman. Raymond erkannte, dass Morgan ein Betrüger ist. Also stellen wir ihm diese Falle. Die ganze Sache mit der Rückkehr von Vetro. Das Versteck in den Bergen. Die Koordination der Schiffe. Alles nur wegen Morgan? Aber noch habe ich nicht aufgegeben. Keith und Quint haben uns noch einen Joker zugespielt. Letzte Queen. Ja, Queen Dido. Sie liegt seit dem besagten Tag auf dem Grund des Meeres. Dann können wir sie also finden. In Terra Grigia. Ganz genau. Es ist unsere verdammte Pflicht, diese Mission zu Ende zu bringen. O'Brien, Ende. FBC, keine Bewegung! Na los, Hände hoch! Morgan Lansdale. Wir werden jetzt ab hier übernehmen. Die BSAA steht ab sofort unter der direkten Kontrolle der FBC. Clive R. O'Brien. Ich verhafte Sie wegen Ihrer Zusammenarbeit mit der Terrororganisation Veltro. Chris, Jill, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Da ist es. Die Überreste Terra Grigias. Und der Queen Dido. Wir nähern uns dem Absetzpunkt. Das ist die Queen Dido. Die dritte Queen. Ja, und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelation. Und wenn ich mich nicht irre, ist es sogar die letzte Episode. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es 12 oder 13 hatte. Ich weiß nur, dass ich es halt nie beendet habe. Wegen einem bösen Kampf. Oder Stelle, sagen wir es so. Ihr erinnert euch doch sicherlich noch, wie ich vor einiger Zeit gemeint habe, dass ich mir eine bestimmte Waffe aufbewahren möchte, weil die halt so stark ist. Die ist, was ich damit aufrüsten auf 2000 noch was Schaden gemacht habe. Bis mir dann einfiel... Habe ich überhaupt, habe ich die Pistole weiterhin benutzt? Die teilen sich doch die Munition. Ich glaube, ich habe sie benutzt. Oh, also, Pistole möglich nicht mehr benutzen. Als ob die Zeit stillsteht. Diese Klumpen vom Strand, die sind von hier. Deshalb hat Morgan das Gebiet abgesperrt. Okay. Gewehrmunition. Scheiße, ich habe gehofft, das wäre Pistolenmunition. Mist. Dann eben erstmal hier lang. Ach, das ist ein einzelner Raum. Ja, ist ein einzelner Raum. Und ich habe illegales Zubehör wieder.
Och, irgendwann mal wieder eine Munitionskiste. Das wäre toll. Und die Kamera darf, sollte nicht so sehr umherschwenken. Ich traue dem Teil ja ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich habe auch nicht den Teilen getraut, die durch die Hunter gestorben sind. Oh, guck mal, da ist einer. Oh Gott. Zumindest ist er als Mensch gestorben, mehr oder weniger. Ich frage mich, ob die Leichen am Strand wohl von Vulture sind. Da ist noch eine. Schwebend. Okay, nicht schwebend. Da lebt noch was. Vorsicht, unter Wasser wirst du sie nicht los. Also muss ich es gut abpassen. Kommt er da jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Na komm. Wird schon schief gehen. Ach, Gewehrmunition. Ist alles schön und gut. Ich würde aber gerne Pistolenmunition finden. Munitionskiste, Gewehr, okay. Ach schön, noch ist er bei mir. Das heißt, noch taucht dieses Vieh nicht auf, oder? Oder nicht mehr? Weil solche Situationen sind dann ja meistens dann... Oh, Pistolenmunition, gut, jetzt habe ich schon mal 10 Schuss für die. Auf jeden Fall sicher. Weil solange er mit dabei ist, bin ich eigentlich guter Dinge, dass sowas nicht passieren sollte, dass so ein etwas nicht... oh, nochmal Pistolenmunition, schön. Dass das nicht so sehr... ach, na, wie heiß... aufdringlich wird. Aufdringlich wird. Ein elektrisches Schloss. Ich hoffe, der Notstrom funktioniert noch. Die Drähte sind rausgerissen. Ich kümmere mich darum. Okay, mal sehen, ob ich den Strom ankriege. So viel dazu. Ich bin froh, wenn wir noch zusammen unterwegs sind. Scheiße. Okay. Was erwartet uns jetzt hier dahinter? Während wir mal natürlich wieder allein unterwegs sind. Ah, da ist das mit dem Strom. Ho, ho, ho. Und da haben wir einen kleinen Freund. Oh, da liegt Pistolenmunition. Oder irgendwas dergleichen. Wenn es wieder zurückschwimmt, das macht es tatsächlich, dann hole ich mir die. Nein, raus, raus, raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir. Nehmen und... Ach, das Magnum, das ist ein Magnum. Okay, hier tut es mir zum Beispiel nichts. Muss das halt gut abpassen, ne? Wow. Gut, dass ich weiter oben geschwommen bin. Oh Mann, Sonne blende mich nicht so sehr. Ist jetzt richtig schlimm. Draußen scheint die Sonne, blendet mich voll. Und ich kann einfach nichts sehen dadurch. Ach, das ist nur so ein Ort. Ich dachte, hier ging es weiter. Okay. Warte, bis es wieder hier auftaucht und dann schwimme ich zurück. Ach, da ist die Luke drin. Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wo die ist. Und da ist noch ein Vieh. Oh. Okay. Wie schwimmt das denn? Schwimmt das reihum? Weil da muss ich auch reihum schwimmen. So dem quasi folgen.
mach das, okay. Ich hoffe, da war jetzt nicht noch irgendwas. Aber hier ist was. Und natürlich muss ich auch wieder zurückschwimmen, oder? Keine Abkürzung. Jill, die Tür ist offen. Verdammt. Okay, bin auf dem Rückweg. So, kleiner Freund, komm. Ich hoffe, ich kann da lang. Aber ich denke mal, wenn der da lang kann, dann kann ich da bestimmt auch lang, oder? Okay, ja, das hat ja schon mal geklappt. So, jetzt nur noch hier. Wow, ich habe gehofft, dass es klappt. Das war knapp. Ja, war's. Allerdings. So, okay, können wir weiter. Gehen wir rein. Oh, Gewehrmunition, verdammt. Also Pistole muss ich mir merken, nicht mehr verwenden. Hier gibt's genug Luft. Noch nicht lange tot. Von der FBC? In der Hand. Okay, in der Hand. Darf ich mich trotzdem noch mal hier umsehen? Ach, warum ist hier denn einfach nichts? Ein Diktiergerät haben wir gefunden. Hier Agent Dario Barioni von den FBC-Streitkräften. Es ist 19.48 Uhr. Dieser Rekorder soll General Lansdale übergeben werden, wenn er gefunden wird. Meine Teammitglieder sind tot, vernichtet vom Teufel selbst. Wir konnten das Videoprotokoll nicht bergen. Mission gescheitert. Veltro, Sie haben nicht untätig auf Ihren Tod gewartet. Als die FBC ankam, haben Sie uns erwartet. Der Wunsch nach Rache ließ Sie überleben. Oh, das klang sehr schön. Ja, im Punkto Videomaterial, was er angesprochen hat, Norman von Veltro hatte ja diese Rückversicherung, sag ich mal, wo er das ja alles, die ganzen Geschäfte, die er mit Lansdale gemacht hatte, irgendwie gesichert hatte, sicher bewahrt hat und alles. Und die möchte Veltro natürlich, Lansdale möchte die natürlich auch haben. Okay, Pistole nicht mehr verwenden. Benutze ich jetzt erstmal die Shotgun. Beziehungsweise Schrotflinte. Okay, hier ist einfach nichts. Nein. Warum geht Strom aus? Ist doch Strom einfach rausgegangen, oder? Oh Gott, es ist so furchtbar hier. Und in dieses... Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht lebendig wird, aber es wird nicht lebendig. Doch, es. Ich kann es anvisieren. Okay. Nee, irgendwie. Verdammt.
Verdammt, verdammt, was passiert? Was passiert hier? Es ist alles so extrem dunkel und durch das Wetter draußen ist es für mich noch dunkler. Oh, hier liegt irgendwas. Da. Ist auch das Einzige. Oh, 50 Pistolenmunition. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Oh Gott. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht dämlich anstelle, dann bei dem Kampf, bei dem ich sonst immer gescheitert bin. Oh mein Gott. Ach, da hinten war noch, glaube ich, ein Handabdruck oder so. Oh ja, hier sind ein paar Tote. Und ein paar von denen sind halb verwandelt und ein paar von denen sind ganz verwandelt. Da ist ein Finger ab. Ha! Überhaupt nicht gruselig, nee. Ha, gar nicht. Es wurde einfach noch dunkler, hatte ich das gerade das Gefühl. Das ist ein grünes Kraut, das brauche ich nicht. Schrotgewehrmunition mit 25 Stück. Hier können wir was lesen. Dante Alighieri's Göttliche Komödie, ein Angebot der Toten. Eine Stelle ist unterstrichen worden. Der Regen macht sie heulend wie Hunde. Oft wenden sich die elenden Verfluchten, dass eine Seite Schutz der anderen biete. Die armen Gotteslästerer, wie sie im Kreise rennen. Dante Alighieri's Göttliche Komödie, Inferno, Canto 6. Am Rande der Seite steht etwas in einer schludrigen Handschrift geschrieben. Wer sein Leben der Doktrin darbietet, wird auf dem Pfad für ewig neben den unvergleichlichen Jack Norman wandeln. Ist hier noch was? Keine Ahnung, wahrscheinlich im Nachbarraum. Niemals ruhen. Wir werden von den Toten auferstehen, gefühllos und unwandelbar. Alle unsere Interaktionen sind hier drin. Wir werden Wächter der Wahrheit sein. Für so viele Jahre, wie es nötig ist. Jack Norman war der Kopf von Veldro. Er hat das Video, das Lansdale überführen kann. Wow. Ihr wisst jetzt erst, dass Jack Norman der Kopf von Veldro war? Was? Das kann aber nicht sein. Das müsst ihr doch schon früher gewusst haben. Da ist was. Oh Mann. So, eine Handgranate, ja. So, okay, dann gucken wir mal gerade, was wir so alles gekriegt haben. Kritisch 1, aufgeladener Schuss 2. Ach, sonst haben wir gar nichts gekriegt. Okay, ja, okay. Dann kann ich hier noch ein bisschen die Muni nehmen. 12 Stück davon jedenfalls. Ach, ich hab so Schiss.
Oh nein, wir sind wirklich in der finalen Folge. Definitiv. Jetzt kommt der Kampf, den ich sonst nie geschafft habe. Also ich weiß auch nicht, was Wie dahinter kommt. Wie stellst du dich so schrecklich allen dar? Ich weiß auch nicht, was danach passiert. Absolut keine Ahnung, weil ich diesen... O Rache Gottes, die jetzt lesen werden. Was meinen Blicken hier ward offenbar. Weil ich halt diesen Kampf nie gewonnen hatte. Und ja. Pape Satan, Aleppe. Dann hätte ich vielleicht doch mal die Waffe wechseln sollen. Okay. Okay. Ich hoffe, wir werden erfolgreich sein. Das war so meine größte Hoffnung generell, weswegen ich das Projekt überhaupt begonnen habe, dass ich beim Aufnehmen schaffe. So schrecklich allen da. Dass ich beim Aufnehmen schaffe, dass O Rache Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Dass ich halt generell beim Aufnehmen schaffe. Pape Satan, Aleppe. Dann wird dem Äußern seiner Staubgestalt vom Grab her alles Fleisch zurückgegeben. Guck, da ist die Waffenkiste. Und hören, was die Ewigkeit durchhallt. Da ist auch nochmal Kraut. Wie stellst du dich so schrecklich? Da ist auch nochmal Munition. Morgan! Morgan Lansdale! Du willst Veltro verraten! Morgan, ihr sucht das hier, oder? Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles, um diese ganze Scharade aufzudecken. Nehmen wir's? Haben's schon mal? Und jetzt einfach weg? Einfach das weg? Das war's. Das ist der Beweis. Einfach weg. Ich möchte einfach weg. Einfach weg. Morgan, sieh den Schrecken, den du entfesselt hast.